Und zwar geht es bei uns um den Krieg in der Ukraine. Es ist natürlich ein Thema in den Nachrichten jeden Tag. Wir haben Krieg in Europa und das bewegt natürlich sehr viele Menschen. Es aktiviert aber auf der anderen Seite eben auch großes Engagement. Also wir erleben eine große Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten. Unser Panel heißt jetzt digitales Engagement in Krisenzeiten, Hilfsangebote für die Ukraine. Genau darum soll es jetzt gehen in diesem Talk. Auch auf unserer Seite bei der kleinen Bude, da haben wir euch ja zum einen die Spendenecke, aber auch eben die Hilfsangebote verlinkt und mit zweien von denen wollen wir sprechen. Zuerst darf ich ganz herzlich Henrike Schlottmann bei mir begrüßen von Project Together. Sie ist ja seit 2019 Co-Geschäftsführerin, entwickelt dort und leitet auch dort die Open Social Innovation Programme, wie zum Beispiel Wir versus Virus oder Update Deutschland zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Und Project Together steht auch hinter dem Bündnis Alliance for Ukraine, also das zivilgesellschaftliche Organisationen, Stiftungen, staatliche Institutionen und auch Unternehmen und Organisationen zusammenbringt, um gemeinsam Lösungen für die Bedarfe von Menschen auf der Flucht in der Ukraine zu finden. Und damit erstmal herzlich willkommen an dich, Henrike. Hallo in die Runde, schön, dass wir heute da sein dürfen, auch wenn die Zeiten natürlich keine ganz einfachen sind. Also Alliance for Ukraine ist ein, ich habe es schon angerissen, koordinierendes Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, aus Stiftungen, aus Unternehmen. Und gemeinsam wollt ihr ein Ökosystem aus ineinandergreifenden Lösungen für eben die Bekämpfung der Kriegsfolgen auf die Beine stellen. Was konkret bedeutet das? Also wie gestaltet sich das? Ja, wir sind direkt am Anfang des Kriegs in der Ukraine losgelaufen und haben gesagt, was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ganz viel Hilfe, ganz viel Solidarität, ganz viel Hilfe angeboten werden wird. Aber was wir vermeiden wollen, ist, dass überall Doppelstrukturen entstehen. Das heißt, wir wollen sozusagen auch bestehende Strukturen fördern und unterstützen. Also es ist sehr viel in 2015, 2016 entstanden, was wir auch jetzt wieder in der aktuellen Krise nutzen können und wiederbeleben können. Aber es gibt natürlich auch darüber hinaus viele bestehende Sozialunternehmen und Strukturen in Deutschland, die genau jetzt auch schnell und schlagkräftig helfen können. Und damit sind wir losgelaufen und haben gesagt, was brauchen eigentlich, also wo sind diese Initiativen, Unternehmen, Organisationen, Strukturen und was brauchen die? Und haben letztendlich zwei Sachen gemacht. Einmal haben wir gesagt, die brauchen wahrscheinlich Geld, also Finanzierung. Das heißt, wir haben einen Fund aufgesetzt, wo Stiftungen eingezahlt haben, also von Schöpflin-Stiftung, Hertie-Stiftung, BMW Foundation, aber auch Unternehmen wie SAP, Sixt. Und haben auf der anderen Seite personelle Kapazitäten gebündelt, also auch von großen Unternehmensberatungen, Accenture, Project A, McKinsey und so. Und was wir jetzt machen, ist, wir unterstützen eben die bestehenden Strukturen mit diesen auf der einen Seite finanziellen Mitteln und dann eben auch Personalressourcen. Wie sieht das Ganze konkret aus? Also wir strukturieren uns da entlang von sogenannten Handlungsfeldern. Gibt gut 15 Handlungsfelder. Das ist alles von medizinischer und psychologischer Betreuung über Kinderbetreuung, Bildung bis hin zu Arbeitsmarktintegration, aber auch Transport und humanitäre Hilfe. Und sozusagen die jeweiligen Unternehmen, sozialen Initiativen, Organisationen bündeln, also passen dann sozusagen immer in eins von diesen Handlungsfeldern und arbeiten da eben ganz eng mit verschiedenen Unternehmen und Organisationen zusammen. Also im Thema Arbeitsmarktintegration sind das zum Beispiel so Lösungen wie Jobs for Refugees, Social Bee, UA Talent. Also es sind ganz viele verschiedene Organisationen, die wir wieder ansprechen, die da schon sehr aktiv sind, Joblinge, aber auch die dann da miteinander arbeiten. Und was bedeutet das ganz konkret für euch? Also welche Rolle habt ihr da? Seid ihr, sage ich mal, sowas wie das Projektmanagement dahinter oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wie passiert das? Wir haben zweimal in der Woche sogenannte Alliance for Ukraine Matching Calls, immer montags und mittwochs. Da kommen die ganzen Mitglieder dieser Alliance zusammen. Das sind inzwischen über 150 verschiedene Organisationen. Und da gibt es dann so kleine Updates und dann gehen wir in Breakout-Sessions und arbeiten da eben zusammen. Es gibt für jedes Handlungsfeld gibt es einen Koordinator, eine Koordinatorin, die auch unter der Woche immer ansprechbar ist und eben mit den verschiedensten Organisationen da zusammenarbeitet
und da im Austausch ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da passiert jede Menge Koordination, Zusammenarbeit im Hintergrund, plus natürlich die Auswahl für den Fund und das Geld. Da haben wir jede Woche Donnerstag gibt es dann eine Jury-Sitzung und das wird auch sozusagen wöchentlich direkt ausgeschüttet, das Geld, damit es auch zeitnah da helfen kann, wo es gerade am meisten Mehrwert hat und gebraucht wird. Das ist ganz unkompliziert und niedrigschwellig. Also ja, wir sind da sozusagen die Organisation im Hintergrund, die da so die Fäden zusammenhält, diese Koordinierung übernimmt ja, diese ja, das letztendlich ja, die Gesamtkoordination da im Hintergrund macht. Was ganz spannend ist, was wir von Anfang an gesagt haben, ist, brauchen auf jeden Fall auch den Schulterschluss mit staatlichen Institutionen. Das heißt, auch da sind wir jetzt gerade sehr, sehr aktiv, um zu sagen, wie können wir da auch wirklich Zivilgesellschaft und Staat zusammendenken? Also wo braucht es zivilgesellschaftlichen Einsatz, wo braucht es staatlichen Einsatz, wie kann da der Informationsfluss von A nach B aussehen, was kann nur Zivilgesellschaft machen, was kann nur der Staat machen und wo greift das aber auch ineinander? Und da haben wir ja nachher auch ein spannendes Beispiel mit Unterkunft Ukraine. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig verstanden habe. Ich glaube, du hast gesagt, 150 Organisationen sind mittlerweile dabei. Auf jeden Fall habe ich aber 50 alleine auf der Website gefunden. Dann gibt es ja 16 Handlungsfelder, auch die hast du schon angerissen, in denen also gearbeitet wird. Also für mich klingt das unglaublich aufwendig, also alleine auch für euch sozusagen das alles zu koordinieren. Also wie viel Personal ist da vonnöten und vor allen Dingen, wie kann man dann, wenn man erstmal merkt, ne, so groß ist dieses Feld, wie kann man da eben auch so schnell reagieren? Genau, also wie viel, also es ist ein Team bei uns bei Project Together von 6, 7 Leuten, die da Vollzeit dran arbeiten. Und dann kriegen wir jetzt von verschiedensten Seiten Unterstützung, also Unternehmen, die auch Leute freistellen oder auch ja, Einzelpersonen, die jetzt Zeit haben, Lust haben zu unterstützen. Das heißt, das sind dann die Personen, die uns bei der Koordinierung der Handlungsfelder gerade unter die Arme greifen. Das heißt, und da auch also wirklich mit Tatkraft dabei sind, aber auch natürlich, also wenn es da auch noch jemanden gibt, der auch Lust hat und sagt, er kann gerade Vollzeit unterstützen, dann meldet euch sehr, sehr gerne, wenn jemand schon Projektmanager-Erfahrung hat, auch ein bisschen Erfahrung da in dem Sektor, meldet euch sehr gerne bei Alliance for Ukraine at projectgather.org. Da gibt es auf jeden Fall genug zu tun. Also gerade so ein Handlungsfeld-Koordinator, Koordinatorin, das ist wirklich fast ein Vollzeitjob. Welche Erfahrungen habt ihr denn aus anderen Projekten schon sammeln können, die jetzt wiederum eben auf Alliance for Ukraine auch einzahlen? Also was an Know-how war sozusagen schon da, was ihr jetzt auch tatsächlich nochmal benutzen konntet? Ja, ich meine, wir hatten ja tatsächlich mit Wir versus Virus damals eine sehr ähnliche Krisensituation, leider. Also sozusagen da war es ja auch, dass uns Corona, also damals natürlich das ganze Thema Corona beschäftigt hat. Und auch da haben wir ja innerhalb von wenigen Tagen darauf reagiert und damals diesen Wir versus Virus Hackathon und dann auch das Umsetzungsprogramm mit 150 Lösungen organisiert. Da können wir natürlich ganz, ganz viel Erfahrung mitnehmen. Also gerade wie organisiert man eigentlich diese digitale, dezentrale Koordination? Wie organisieren wir diese Zusammenarbeit in den Handlungsfeldern? Was braucht es da? Das Slack-Management, das Community-Management, die schnellen Absprachen, aber natürlich auch viel das Netzwerk, das Vertrauen. Auch damals, das war natürlich auch der erste große Moment für uns mit Wir versus Virus. Wie sieht auch Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Staat aus? Das sind natürlich auch viele Erfahrungen, von denen wir jetzt profitieren und die wir auch mit einbringen wollen, um das sozusagen hier auch zu stärken und zu unterstützen, weil es wird sozusagen keiner von uns alleine schaffen, ne? Also Zivilgesellschaft kann es nicht alleine machen, Staat kann es nicht alleine machen, Wirtschaft kann es nicht alleine machen. Das wird eben nur passieren, wenn wir da jetzt auch alle eng zusammenarbeiten. Wohlfahrt natürlich unbedingt mitdenken und da an einem Strang ziehen. Aber da können wir da können wir sozusagen die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, auch mit einbringen. Und ganz wichtig natürlich auch bei Alliance for Ukraine ist der Alliance for Ukraine Fund, den hast du ja auch schon erwähnt. Also woher genau kommt das Geld und wer kann wie Mittel aus diesem Topf abrufen?
Genau, das Geld. Da auch nochmal einen großen Dank an die vielen Partner, die da auch schon dabei sind. Das kommt zum einen eben von großen Stiftungen und zum anderen von Unternehmen, die haben sich super schnell zusammengeschlossen. Wir suchen auch noch weiter Geldgeber. Also ihr könnt euch vorstellen, wir kriegen viel, viel mehr Anfragen, als wir auch aktuell schon bedienen können. Das heißt, wir werden da jetzt auch nach und nach den Fund weiter auffüllen. Es sind im Moment schon eine gute Million in dem Fund. Wir haben davon auch schon über 300.000 Euro ausgeschüttet. Und was ich meinte, wir schütten das jetzt auch wirklich jede Woche weiter aus, weil wir merken, dass jetzt gerade das Geld gebraucht wird und gerade dieses schnelle Geld, dieses schnelle, unkomplizierte Geld dringend notwendig ist. Also da haben kriegen jede Woche auch 5 bis 10 Organisationen tatsächlich direkt das Geld ausgezahlt. Wer aber Lust hat, wir machen diese Woche Freitag, Nachmittag auch nochmal, stellen wir auch nochmal in einer Stunde den Fund vor, wie man da einzahlen kann, wie das alles genau im Detail funktioniert, wie man da auch jetzt wirklich die Kräfte bündeln kann. Also wer da Interesse hat, gerne auf uns zukommen. Wir würden das auch diese Woche Freitag 16 Uhr nochmal im Detail vorstellen, wie man da auch dabei sein kann. Dann erstmal vielen Dank, Henrike von Project Together. Und jetzt möchte ich eine andere Person noch mit reinholen in unsere Runde oder um genau zu sein, zwei Personen. Felix Oldenburg ist seit September 2020 Vorstand der gemeinnützigen Aktiengesellschaft gut.org, der Muttergesellschaft von Deutschlands größter Online-Spendenplattform betterplace.org. Und gut.org hat also die Plattform Unterkunft-Ukraine.de mitgegründet, eine Allianz missionsorientierter Organisationen um die gut.org AG, die also schon am ersten Tag des Ukraine-Krieges gestartet ist und also versucht hat, eben Unterkünfte zu finden für die Geflüchteten und diese zentral eben an einer Stelle bündelt und auch koordiniert. Außerdem ist noch mit dabei Lukas Kunert, Gründer des Elinor-Netzwerks. Das ist sozusagen die Basistechnologie, wenn es um das Sammeln von Spenden geht, die auch hinter Unterkunft-Ukraine steht. Und damit also auch ein herzliches Hallo an euch beide, Felix und Lukas. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Felix, also binnen von 2 Tagen gab es schon die ersten 10.000 Angebote an Unterkünften für euch. Das ist ja also der absolute Wahnsinn. Mittlerweile sind es fast 400.000 Angebote für Schlafplätze. Wie habt ihr es denn geschafft, so schnell so viel Engagement zu aktivieren? Also die ersten Tage, das kann Lukas besser beantworten, denn Lukas hat am Tag des Ukraine-Krieges, des Beginns, die Webseite online gestellt. Wir sind am vierten Tag dazu gekommen. Lukas, magst du mal was zu den ersten Tagen sagen und dann sage ich was dazu, wie es dann weitergegangen ist? Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich nach einer Schockstarre und diesem wirklich auf einer gewissen Ebene überrascht sein, dass es tatsächlich jetzt zu einem Angriffskrieg gekommen ist. Meine Frau kommt aus Russland. Wir haben uns in der Ukraine kennengelernt. War irgendwie klar, wir haben ein ganz, ganz persönliches, inneres Bedürfnis, etwas zu tun und diesem Konflikt etwas entgegenzustellen. Und dann rief ein Kollege von mir an und sagte, da werden Menschen kommen, die werden Unterkunft brauchen. Und dann habe ich mein Elinor-Team angerufen und dann hat das Team als Ganzes gesagt, ja, das machen wir. Und dann war der Entschluss gefallen und ich würde sagen, die richtige Mischung aus Naivität, Mut und Wille hat es uns dann ermöglicht, mit einer gewissen Fähigkeit an Technik und Kampagnenarbeit hier das gleiche Bedürfnis eigentlich zu begegnen in der großen Breite der Bevölkerung. Nämlich wir haben den Eindruck, wir haben gar nicht so viel gemacht, sondern wir haben etwas geschaffen, wo wir die Menschen abgeholt haben, die genauso wie wir selbst den großen Wunsch hatten, hier eine Geste, eine Tat zu vollbringen und den Menschen zu sagen, wir nehmen euch auf, wir fühlen mit euch, wir heißen euch willkommen. Dann Felix, hol uns doch mal ins Boot. Wie ist dann gut.org, also auch dazu gestoßen zum Team und wie ging es dann weiter? Es war klar nach diesen ersten Tagen und der viralen Explosion dieser Großzügigkeit, die wir da erlebt haben, dass das Ganze eine gemeinnützige und verlässliche Hülle braucht und eine Organisation mit einem Netzwerk, die dafür sorgen kann, dass das
auf solide Beine gestellt wird und auch langfristig leben kann. Denn ich glaube, schon am vierten Tag haben wir uns abends im Better Place Büro getroffen, haben angefangen rumzutelefonieren und uns wurde in den ersten Telefonaten klar, wir haben es ja eigentlich mit einer neuen Art von Gemeingut zu tun. Wenn sich Zehntausende, inzwischen Hunderttausende, melden und sagen, ich bin bereit, Wohnraum zu teilen mit Menschen in Not, dann sind sie das vielleicht nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch in Zukunft. Wir können, wenn wir es gut und sicher machen, und auf das Wort sicher will ich gleich nochmal eingehen, können wir dafür sorgen, dass das erste Mal private, kostenlose Unterkünfte in der Krisenreaktion eine Rolle spielen. Dass wir so schnell so prominent werden würden, auch durch die Kooperation mit dem Bundesinnenministerium und die vielen Partner, die seitdem an Bord gekommen sind, alleine ergo mit kostenlosen Haftpflichtversicherungen für alle vermittelten Unterkünfte, das haben wir selber nicht ahnen können. Und jetzt sind wir in diesem Zwiespalt, Sicherheit zu ermöglichen und gleichzeitig genug Schnelligkeit auf die Straße zu bringen. Und das ist die zentrale strategische Herausforderung der letzten zwei Wochen, währenddessen das Angebot weiter wächst und zwar auch tatsächlich schneller wächst, als es in allen Regionen gebraucht wird. Du hast gerade auch die Schnelligkeit schon angesprochen und da setzt auch ein offener Brief an, der am 27. März vom Flüchtlingsnetzwerk Berlin Hilft zusammen mit weiteren 17 Organisationen veröffentlicht worden ist. Und darin wurde die Initiative als solches auch erstmal gelobt, weil das ist natürlich eine gute Sache, erstmal Betten als solches sammeln zu wollen für Geflüchtete. Aber es gab auch einen großen Vorwurf, denn die vielen Schlafplätze, die dort gesammelt wurden, die sind bislang noch nicht vermittelt worden. Was sagst du denn zu diesem Vorwurf? Na, wir haben uns ja sofort geantwortet, sowohl auf Twitter als auch auf unserer Webseite. Wir haben uns gestern mit den Organisationen zusammengesetzt und unser Kooperationsangebot erneuert. Und ich gehe auch davon aus, dass wir dann in den nächsten Tagen zu Kooperationen kommen werden. Ich kann die Perspektive von Hilfsorganisationen gut verstehen, die im Internet sehen, da ist eine Ressource, die riesig groß ist. Warum nutzen wir die nicht besser und schneller? Unsere Perspektive ist, wir müssen das sicher machen. Jetzt will ich mal kurz beschreiben, was Sicherheit bedeutet. Und das haben auch alle Beteiligten dann gut verstanden. Auch der Senat und das Bundesinnenministerium, die da auch weiter hinter uns stehen. Sicher bedeutet, dass wir darauf achten müssen, gerade wenn es ein neues Angebot ist, das unter besonderer Beobachtung steht, dass sich nicht Menschen, die das Angebot missbrauchen wollen, es nutzen können. Ja, also wir haben ganz schnell Prinzipien eingeführt, wie zum Beispiel, dass wir Frauen nur an Frauen vermitteln. Wir haben schon in der zweiten Woche eine digitale Ausweisprüfung eingeführt. Das ist natürlich etwas, das passiert über die ganzen Facebook- oder Telegram-Gruppen überhaupt nicht. Dann geht es natürlich unkomplizierter. Wir haben vor zwei Wochen an alle 400 Städte und Landkreise ein Kooperationsangebot geschickt, nennt uns die Hilfsorganisation vor Ort, die mit Flüchtenden zu tun haben, damit wir diese zusätzlich zu der digitalen Sicherheitskomponente, der digitalen Ausweisprüfung, die menschliche Sicherheitskomponente einer begleiteten Begegnung haben. Wenn man sich also vorstellt, da registriert sich jemand bei uns, sagt, ich möchte ein Bett anbieten, eine Unterkunft. Bett ist ja ein falscher Begriff hier. Eine Unterkunft anbieten, dann kommt als nächstes eine digitale Ausweisverifizierung. Dann braucht es auf der anderen Seite Hilfsorganisationen und unser Callcenter als Partner, die das dann über ein Datenbankinterface nutzen. Und dann braucht es vor Ort eine begleitete Begegnungssituation. Das ist natürlich viel, viel langsamer, voraussetzungsreicher als diese naive Vorstellung, die vielleicht manche haben, wenn sie die große Zahl sehen. Da ist ein digitaler Algorithmus dahinter, der einfach sozusagen sofort auf Knopfdruck Menschen miteinander verbindet und dann war es das. Das wäre nicht sicher genug. Es soll Kooperationen geben mit Callcentern und eben mit den Kommunen. Kannst du denn trotzdem schon etwas dazu sagen, wann wahrscheinlich es losgehen kann, dass also die Vermittlung wirklich startet und eben ja, Moment. Ja, also wir haben seit dem ersten Tag verbinden wir Menschen. Also wir können das deshalb. Wir haben hunderte von wunderbaren Geschichten und wir haben tausende von Verbindungen gestiftet von den ersten Tagen der E-Mail-Aufrufe, wo wir dafür verantwortlich waren, dass so viele gezielt zum Berliner Hauptbahnhof gegangen sind, übrigens auch dort in einer begleiteten Begegnungssituation
und Menschen aufgenommen haben, dann haben seit den ersten Tagen vermitteln wir zuerst über ein freiwilliges Callcenter, jetzt über ein professionelles Callcenter der Telekom. Und zunehmend gibt es, wir haben inzwischen in zehn Regionen auch vermittelnde Partnerorganisationen. Ich will mal ein Rechenbeispiel kurz vormachen. Ja. Pro Tag kommen im Augenblick ungefähr 6.000 Menschen aus der Ukraine an, nach aktuellen Schätzungen. Das ist etwas weniger als noch vor einigen Wochen, wo es bis zu 10.000 am Tag waren. Genau wissen wir das nicht. Das sind die besten Schätzungen des BMI. Wir schaffen im Augenblick so etwas wie 500 oder 600 Verbindungen, Unterkünfte, Menschen in Unterkünfte zu bringen pro Tag auf diesen verschiedenen Wegen. Das ist eine Quote von 10% der Ankommenden, die täglich mit Hilfe, nicht alleine durch, aber mit Hilfe der Daten von Unterkunft Ukraine vermittelt werden. Uns muss klar sein, wir ersetzen hier kein Angebot, sondern wir arbeiten Hand in Hand als eine zusätzliche Möglichkeit mit Hilfsorganisationen, mit den staatlichen Einrichtungen. Und deshalb lassen wir uns da auch gar nicht in irgendwie etwas hineinzerren von hier funktioniert ein Staat nicht oder wann geht es endlich los. Das muss, so wie Henriette das vorhin auch beschrieben hat, in so einer öffentlich-zivilgesellschaftlichen Allianz funktionieren. Ist das wahnsinnig komplex, weil es auch überall unterschiedliche Hilfsorganisationen gibt, die unterschiedliche Verantwortungen haben? Absolut. Aber wir haben hier den langen Blick auf die Sache. Wir möchten dieses Gemeingut der individuellen Großzügigkeit über einen langen Zeitraum zur Verfügung stellen. Wir wissen, dass wir uns dafür schnell genug bewähren müssen, aber wir wissen vor allem, dass wir es gegen alle möglichen Formen von Missbrauch absichern müssen. Also Unterkunft Ukraine setzt auf Zusammenarbeit. Gleichwohl gab es auch in diesem offenen Brief die Kritik, der Ansatz, eben nur auf einer Plattform Schlafplätze zu sammeln, Unterkünfte zu sammeln, sei zu zentralistisch. Und ihr solltet die Datensätze freigeben, damit auch eben andere sich bei der Vermittlung mit einbringen können. Was hältst du davon? Ich bin bei beidem genau der gegenteiligen Meinung. Der Ansatz, Zentralunterkünfte zu mobilisieren, hat ja offenbar sehr gut funktioniert. Das ist nun mal die Natur des Internet. Ja? Wenn etwas so viral geht, dann funktioniert es sehr gut, an einem Ort vieles zu sammeln. Heißt ja nicht, dass nicht andere Bettenbörsen zum Beispiel vor Ort auch funktionieren können. Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht auf den Daten sitzen, sondern dass wir, wie ich das vorhin beschrieben habe, ja den Kooperationsorganisationen, unseren Partnern über ein Interface die Daten ja genau zur Verfügung stellen. Die Vorstellung, wir könnten sie freigeben, ist ja allein schon datenschutzrechtlich absurd. Dann vielleicht die Frage noch zum Schluss. Letztlich geht es ja dabei bei allen, auch bei der Kritik, um eine berechtigte Sorge. Man möchte eben so schnell wie möglich eben die Menschen, die da aus der Ukraine zu uns kommen, unterbringen. Zum einen, was habt ihr jetzt erstmal in den vergangenen Wochen jetzt schon lernen können, auch ganz unabhängig vielleicht von der Kritik? Also was habt ihr gelernt in den letzten Wochen mit Unterkunft Ukraine und wie soll es jetzt weitergehen? Also was sind für euch jetzt die nächsten Schritte? Lukas, möchtest du? Kann ich gerne sagen. Also für uns ist ziemlich deutlich zu sehen, dass wir mit dieser Kooperation vor Ort hier zu sagen, es gibt einfach auf Länderebene, auf Landkreisebene immer wieder unterschiedliche Situationen, die kennen die Partner vor Ort am allerbesten. Und wie ist die Gesetzeslage? Diesen Ansatz weiter sehr, sehr strukturiert auszubauen, die Partner schnell anzuborden, das funktioniert jetzt auch schon sehr, sehr schnell und da auch in eine Breite zu kommen, dass wir in weitestgehend allen Landkreisen vertreten sind, um wirklich unter den gegebenen Umständen bestmöglich unter den Sicherheitsaspekten diese Vermittlung, dieses Zusammenbringen von Menschen, und das muss man sich bildlich vorstellen. Es macht einen riesigen Unterschied, wenn vor mir drei ältere Damen stehen, die haben vier Katzen und einen Hund dabei. Das sehe ich und muss die nicht erst anrufen und dann erzählen sie mir das im Nebensatz und dann muss ich nochmal dort anrufen. Es ändert sich, weil die haben übrigens 5 Haustiere mit, weil sie natürlich das Liebste, was sie haben, mitnehmen. Sondern das sehe ich, das kann ich in das Gespräch mit der unterkunftsstellenden Person mit einbinden
und da auf die Bedürfnisse eingehen. Und das wirklich in die Breite zu kriegen, das sind 401 Landkreise und Städte, da sind wir ganz fokussiert dabei. Und da, glaube ich, bekommen wir dann auch eine Struktur, die die Fähigkeit hat, eine Substanz zu haben, die länger trägt, die nicht ein Aktivismus von, das können wir eine Woche durchhalten, weil wir alle wenig schlafen, sondern das sind Strukturen, die können einen Marathon laufen, die können über Monate hin funktionieren. Und das ist das Zentrum unserer Arbeit aktuell. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, also bei dir, Felix, und auch bei dir, Lukas. Also zum einen auch für die Offenheit, auch über diese kritischen Punkte zu sprechen. Vielen Dank auch nochmal an Henrike, die ist auch tatsächlich immer noch bei uns. Also vielen Dank euch allen für dieses Engagement. Und ich hoffe, wir werden schneller und schneller damit, also auch die Menschen natürlich, die Geflüchteten, die zu uns kommen, unterzubringen.